Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jurassic World The Game. Ja, in der letzten Folge habe ich hier euch in der Blutkammer den Megalodon Ostafrika und den Ostafrikasaurus, glaube ich, auch gezeigt. Glaube ich. Ja, Megalodon kennen wir ja schon alle. Gut, und ja, ich habe eine etwas andere Aufstellung gemacht, könnt ihr ja schon sehen. Ihr könnt euch erinnern, ich hatte ein paar Mischungen, die sind jetzt nicht mehr hier, sondern hier hingesetzt. Und ich glaube, die habe ich euch noch nicht gezeigt. Die Plutator. Ja, ich hatte den Editator auf 40. Den Diplocaulus auf 40 und jetzt kann ich einen Diplotator. Könnte ich ein Diplotator machen. Ja, mit den Gebäuden hier habe ich noch nicht fertig gemacht. Das werde ich aber auch nicht jetzt machen. Ich will auch nicht die ganze Stunde damit verbringen. Die ganze Folge. Ja, die ganze Stunde. Ja. Hier ist der erste, den ich euch zeigen wollte. Der Ostafrikasaurus. Ja, ich muss einfach zugeben, der sieht einfach so geil aus. Komm. Alles klar. Der sieht einfach geil aus. Ich kann ihn einfach nicht von der Mischung ausgeben. Blutabor habe ich noch einen Spino, den wir vielleicht in der nächsten Folge sehen werden. Ja, mein Ziel ist es, einen Spinoraptor zu haben. Ja, Pinoraptor habe ich auch vom Paket letztens bekommen. Jetzt kommt der Megalodon. Ich weiß nicht, er sieht am geilsten aus von den Dinos, die ich bis jetzt hatte. Ich meine, guckt ihn einfach mal an. Euch mal an. Guckt euch ihn mal an. Meine, ich kann nicht mehr. Ja, ich will nicht die ganze Folge damit verbrauchen. Ich will erstmal auch einen Kampf machen. Ja, ihr seht, der Diplotator ist nicht gerade der Schwächste. Obwohl das sehr selten ist, gehört zu meinen Ideen. Sinnlos. Gut, ich meine, okay. Wir hatten eine Chance, aber wir hatten auch keine Chance, das Schwert. Nee, wir... So gut, wir verloren. Obwohl, wenn ich mal die Chancen drüber denke. Den Pteranodon opfer ich jetzt. Wie ich das immer mache. Ich glaube, wir hätten ihn mit 3 Attacken eh nicht gekriegt, daher. Prima retten, zwar mit Block. Jetzt hätten wir ihn aber gekriegt. Nicht schlecht. Komm, wechseln wir mal. Ich weiß nicht, wie oft der Waben macht. Einfach mal 4 mal Attacke. 2, 3, 4. Mal retten. Ich sag lieber nichts. Der Deinoheros hat zwar viel Attacke, aber wenig Leben. Das ist ein Nachteil. Der hatte noch 3 übrig. Ich hatte bestimmt 2-mal Block. Ich soll mal retten. 1-mal Block geht auch. Schon mal will ich, dass du die Plutato gewinnt. Wenn uns jetzt nicht kalt macht, wechsel ich zumindest. Jetzt sind sie kalt gekriegt. Okay, der ist kaputt.
Gut, der schon mal weg. Schon, der schon mal. Egal. Ich laber mal wieder sinnlose Sachen. Ich weiß nicht wieso, aber ich sehe nur sinnlose Sachen. Egal. Ja, komm, bitte auf die 240 stehen das. Ja, Mann. Okay, der Gewünschpaket hätte mir besser gefallen. Ich würde jetzt gerne einen Kampf mit Ostafrikasaurus machen. Dann ich hier ein bisschen den, den und den. Also 3 Sterne. Ja, wird schon schief gehen. Ja, ich meine, gut, wir haben Chancen. Der Kompressor hat zwar wenig Attacke, aber der steht eher vor Leben. Er hat schon mit 63 fast 600 Leben. Das ist schon eine Kraft. Ach, hier sollte ich in diesem Fall jetzt weg sein. Weil sonst bin ich leichter tot, als ich denken kann. Ja, so klar. Entschuldigung, diese Folge ist leider früher, weil es abgeschaltet ist. Wenn ihr wisst, welcher Dinos ist, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.